Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starbound. Wir spielen heute wieder mit Stella Haystack, mit Terror Pony Bärenbander Katzen Regenbogenzocker. Das bin ich. Und ich persönlich nicht mehr so Haltuga. Yeah. Und weiter geht's nach dem Intro. So, ich geh jetzt mal auf meinen Planeten wieder. Ja, ich. Ich um meinen Planet, ich um meine Vögel, ich hacke weg! Yes. Nö, du kannst wegkommen. Und nicht die Vögel haben. Ich bin der Mongole. Was ja, du bist echt ein Mongo. Stimmt. Lustig ist, dass Play gar nicht auf seinem Planet ist. Ja, eh nicht. Muss mir jetzt wieder zurückbeamen. Aber ich hab's vergessen, wie es geht. Ich hab Angst, wenn ich aufs Minus drücke und ich glaube, dann bin ich aus der Party draußen, kann das sein? Nein, ja. du musst dich erst nach unten porten, dann wieder sofort hoch. Ist mir zu hart. Oh. Und dein Bett remodelliere ich mal eben kurz. Kleine Information, es gab ein Update, was halt eben zum Beispiel die Sitzplätze so ein bisschen, ich sag jetzt mal, leicht gewiped hat in der Funktion. Okay. Natürlich ein bisschen blöd, aber... Ich guck mal schnell. Ja, doch, Aufnahme läuft. Ich komme aus diesem Dreckteil dann nicht mehr raus. Aus dem Chat. Aus dem Chat. Einfach Enter drücken und dann das weiter geht in die Maus bedienen. Ja, klar geht das. Du bist einfach viel zu dumm dafür. Ja. Die war. Ah. Hui. Während ich beim Sweet and Play ist immer die Monster wegmache. Ja. Versuche ich mal aus dem Chat rauszukommen. Oh, es hat gerade funktioniert, aber wie habe ich das gemacht? Achso, oh mein Gott, das hat funktioniert, er kann was. Aber man. Warte. Oh, ich bin so dämlich. Kein Kommentar bitte. Krass, das ist weg. So. Play entdeckt Starbound. Teil 1. Nee, Teil 3. Hör auf! Ich bin so behindert. Einige Leute werden diesen Boss noch kennen. Teil 3. Ach, schön. Gute alte Zeiten. Ha! Ich muss jetzt gerade überlegen, wie ich in den Chat reinkomme. Also. Enter. Ich hab's geschafft. Wir sind alle stolz auf dich. Du kriegst eine Banane. Bananen. Ja, darauf stehst du, wa? Ja. Die mache ich so gerne. Ich komme zu Lukas und hau den kaputt. Also ich bin schon wieder in der Höhle und fahre mir voll geil. Mann, genau. Was stand bei dir? Das war klar, dass die Reaktion jetzt kommt. Man kann aus alles einen Pornotitel machen, wenn man nur einen richtigen Man Teil 3 hinterhängt. So, ich geh mal so in deine Höhle. Hab ich überhaupt Fackeln? Ja, der tolle Erfinder. Ich glaube, ich habe keine Fackeln. Ich hab's. Scheiße, ich bin vergiftet. Haha, geschieht dir recht. Das ist schlecht. Du musst schon immer heilen. Du farmst unerlaubt auf meinem Planeten. Ja, Danny farmt auf meinem Planeten. Gar nicht wahr, ist jedem sein Planet. Außer Place. Ja, scheiße ist. Ja, stimmt, wir haben nämlich. Ich hoffe, ihr verreckt alles alle. Dunkel. Bei mir ist das. Das ist voll fies. Wo bin ich? Du bist zu Hause, mein Sohn. Glaube ich nicht. Ich bin unter einer Felswand und ich glaube, da ist Tabaluga nicht aufgewachsen. Tabaluga. Nicht? Oh, mein ganzes Weltbild ist zerstört. Ich glaube doch, der ist irgendwie, sag ich mal, auf einer Wiese oder so. Aua! Keine Ahnung, von zwei Wiesen. Wiesen, das ist ey, neu, es muss noch unter 18 bleiben, okay? So, ich will nicht wissen, wie der erschaffen wurde. Tabaluga ist ein Drache, richtig? Ja, glaube ich. Ich wollte es mir schon fast sagen, Dinosaurier. Ein Dino. Ja. Ich brauch Kohle. Ich hätte eine Höhle. Ja, ich hätte selber eine Höhle gerne. Hab Kohle. Okay, warte kurz, ich komm zu dir, Stella.
überhaupt, wo ich bin? Nö. Ich komm trotzdem zu dir. Achso. Wie viel Kohle brauchst du denn? 10 für den Anfang. Nein. Ha? Hast du 10? Ja, ich hab 26. Ich hab grad voll gefailed. Warum? Oh, Schleck! Da war halt eben ein Giftsee. Und ich wollte so ganz elegant drumherum graben. Da war genau eine Ecke, wo es dummerweise ein Leck geschlagen ist. Und dann kam der komplette Rotz raus und hat sich natürlich infiziert. Genius. Ich hab Eisen gefunden. Und ich bin gerade gestorben. Ich war gerade schon wieder in diesen Blöden. Ich war schon fast wieder in den Tümpel da gefallen. Ich gehe jetzt zu Stella. Hallo. Hi. 10 war es, ne? Ja. Wie mache ich es dann jetzt daraus 10? So, ja, das sind ein paar. Werfe ich das nochmal raus. Ihr werdet gemerkt haben, bei mir ist die Starbound-Folge noch gar nicht oben. Weil die ist in der Woche halt eben noch verdammt viel zu tun gehabt und die kommt dann wahrscheinlich gleich direkt nach der Aufnahme. Thank you. So. Very much. No problem. Thank you very much. Englisch lernen ist Quatsch, Französisch ist derselbe und ich sei froh, dass du in Deutschland bist. Ich bin Schweiz. Ja, okay, das stimmt. Scheiße. Gisse. Mit einer Javelin. Mein Gefängnis. Okay. Das kommt natürlich alles. Kann man Schilder machen? Bleib da drin. Oh. Ich glaube, Schilder kann man noch nicht machen. Soll glaube ich, aber kommen. Kann man da auch Sachen draufschreiben dann? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oh, Alter. Fährt doch wie so eine Lichtanzeige. So, und weißt du, was ich machen werde? Ich bin vom Singleplayer eindeutig zu verwöhnt. Ich habe vorhin schon noch über 2 Stunden gespielt. Bin inzwischen in der Beta-Phase und habe schon Pulsjump und sowas. Ah, und ja, das kenne ich. Platinium-Spitzhacke. Ja, das ist gut, habe ich gehört. Das ist gut, sau gut. Ich habe einfach keinen Plan, aber egal. Das hatte ich schon mal. Vor 2 Wochen habe ich richtig hart gesucht. Ich habe das Spiel 3-mal durchgespielt. Was wollt ihr? Und boah, Alter, da habe ich blind alles zerstört. Ich war schon Prestige als 15. Als du 5 warst. Genau, als ich 5 war, blind. Also wirklich blind. Und dann, ja. Kein Problem für mich, hallo? Super. Oh, hier ist ein Haus. Ein leeres Haus. Das ist mein Haus. Hilfe! Nee, das ist verdammt weit weg von dir. Ah, Kiwis. Ich hab weitergespielt. Kiwis! Oh nee, ich glaube, das war da, wo ich am Ende war. Ah, super. Du warst am Ende. Und dann nerven. Ja, am Ende der 2. Folge. Am Ende deine Nerven. Oh. Ja, das bin ich sowieso generell. Yay, Kies! Kies ist und voll immer toll. Am meisten, wenn ich mit euch aufnehme, ne? Oh. Bam, bam, Junge, Alter, nein, ich mach dich kaputt. Diese Brust lag Schuh. Sind die nicht bei Call of Duty Play? Nicht. Hä, falsches Spiel. Was ist das denn? Das baue ich gleich mal ab. Boah, das ist ja Platin. Das ist ein sicherer Tod. Ich bin gerade am Überlegen, ich habe noch Call of Duty 2 irgendwo rumliegen. Welches Call of Duty? Den zweiten Teil oder von Modern Warfare oder Black Ops den zweiten Teil? Den zweiten Teil. Ich hab den ersten Teil noch. Okay. Den ersten Teil habe ich mal gespielt. Ich fand den irgendwie besser als die jetzigen. Ja, von der Handlung auf jeden Fall. Danke, das hast du so alt und ja. Hat der das einzige Wahre ist Multiplayer, ja. Scheiß auf Singleplayer. Zumindest bei Call of Duty. Ich bin ja ehrlich, ich bin so jemand, der sagt, scheiß einfach drauf auf diesen blöden Multiplayer, ist überhaupt nichts für mich. Und gammel dann lieber in der Story ab, weil ich genieße ganz gerne eine schöne Story, hatte ja zum Beispiel, ich glaube, die letzte schöne COD-Story war Black Ops 1. Ja, ging. Aber das war ein schönes Setting auf jeden Aber Fall. Aber ich finde einfach, was Black Ops 1 oder generell Black Ops ausgemacht hat, war nicht der Story-Modus, sondern einfach, Überlebensmodus mit den Zombies, ja. Den es auch damals schon in Lass mich nicht lügen, World at War gab. Und den sie einfach richtig schön gemacht haben in Black Ops 1. Black Ops 2, muss ich sagen, haben sie wieder ein bisschen versaut. Als ich Black Ops 1 durchgespielt habe, fand ich das geil mit dem Übergang.
Weil du kommst halt eben so rein, du, ich sag mal, bedankst dich ja schon fast mehr oder weniger in der Art der Credits, so von wegen spielst du so weiter. Und dann gibt's halt eben so eine Auswahlmöglichkeit, zumindest hatte ich die, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und auf einmal hörst du nur noch Panik im Pentagon, alles Manual Shutdown und wirklich super GAU in Amerika, sag ich erstmal. Mhm. Fand ich geil gemacht mit den Übergang. Oh ja. Meine, sind grundlegend nicht alle COD-Teile schlecht. Nur ich finde, inzwischen ist er. Also ich finde die neuen, wenn ich böse bin, scheiße. Das Einzige, was ich wirklich gut finde, war COD 1, 2 und World at War. Also ich finde sie an sich nicht mehr scheiße. Was das betrifft, es ist ein Action-Blockbuster als Spiel, sag ich mal so. Lass uns mal gerne so, sag mal, storytechnisch hast du das Ding in so circa 7-8 Stunden durch. Dann, was mir wirklich sehr auf die Nerven geht, und hier sind überall Hunde. Ich hab Hunde gefunden. Nee, was mich halt an Call of Duty richtig genervt hat, war einfach, die Modern Warfare-Reihe war so eine richtig schöne Reihe. Erster Teil war super, zweiter Teil war super. Dann kommt Black Ops, war auch noch geil, meiner Meinung nach. Also jetzt war jetzt nicht so, dass man sagt, nö, der war komplett scheiße. Der fand ich auch noch recht gut, um ehrlich zu sein. Aber dann kam Modern Warfare 3. Ja. Und das war aber mal so ein richtiges Abfuckspiel. Das war nicht cool, das war einfach nur scheiße. Die Waffen einfach generell, die Balance zwischen denen, das war einfach katastrophal. Und ich finde, das ähnelt auch schon fast mehr einem, ich sag es mal, Battlefield-Klon, die Modern Warfare-Teile, weil damals wurde halt eben Battlefield so quasi groß gemacht und hatte auf einmal gar genau dieselbe Spannweite wie nun eben das maßgegebene Call of Duty. So. Und Activision gewinnorientiert, das kann nur schief gehen. Erst recht, wo sie sich dann Infinity Ward dafür ins Boot geholt haben. Ich meine, Call of Duty Modern Warfare 1 fand ich noch recht okay, war was Neues. 2 und 3 habe ich schon gar nicht mehr angerührt. Also wer bei Modern Warfare 2 den Singleplayer gespielt hat, das war, ich sterbe gleich, nein, ich sterbe doch nicht, okay. Ich hänge einfach rum, okay. Ich bin gerade durch ein Erdbeben gestorben. Ein Erdbeben? What the fuck? Okay, was ich sagen wollte, bei Modern Warfare 2, wer den Singleplayer gespielt hat, der hat gespielt, wer es nicht gespielt hat, ist wirklich lohnenswert, weil der Schluss. Ja, okay, der Schluss ist einfach nur. Der Alter, ist fies. Du kriegst einfach nur Gänsehaut eigentlich. Das stimmt, ich kenne auch den Schluss, sag ich mal, ja, mit LAN Party einmal gespielt. Ich kenne das Schluss seit 2012 so circa. Also wir das damals immer gespielt und oder das halt eben auch erzählt. Oder schau da von den Playern, die letzten drei Parts. Ja. Ist egal. Einfach, da kriegst du Gänsehaut. Aber ist für mich eigentlich der einzige Singleplayer bei COD, der mir wirklich gelohnt hat. Der Rest fand ich scheiße. Das Ende von MW2 läutet quasi die Vorgeschichte zu COD Ghost ein. Ja, weil Ghost ist ja eigentlich gestorben da, also. Ja, Entschuldigung, jetzt hast du es gespoilert. Toll gemacht, Dani. Es ist kein Spoiler, weil ich meine, Modern Warfare 2 kennt fast jeder die Geschichte. Und das Ende auch, weil ich meine, The Floyd, recht großer YouTuber, sollte eigentlich jeder kennen. Der ja, stimmt, er hat das hat, der, er hat, der hat, ja, und das war selber, und der hat schon tausendmal daran erwähnt, dass er wirklich Gänsehaut kriegt, und wer es dann nicht mehr kennt, der. Hier sind so viele Wachen, die einfach nicht mehr aus dieser Grube rauskommen. Und ich find's lustig, wie Stella einfach nichts sagen kann. Ich hab gewartet, bis ihr aufgehört habt, darüber zu reden, also ich wollte. Warten, bis ihr aufgehört zu reden und dann irgendwas Kluges sagen. You have no idea. Jetzt habt ihr mich von traurig gemacht. Oh. Sagst du aus dem Projekt aus oder was? Ja. Jetzt ist wie Singleplayer. Genau, dafür mache ich gerade Kohle. So. Also ich warte. Das, was ich immer mache. Das ist gerade mal die Wachen hier raus.
Aber ich hätte gesagt, das ist ehrlich gesagt ein schönes Ende. Hätten wir jetzt auch mal über eine andere Sache geredet, über eine andere Sache so. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Detitten. Spacken. Auf jeden Fall. What the fuck? Bis zum nächsten Mal, haut rein. Tschüss. Tschüss.